So, heute will ich euch mal Plume erklären oder Plum oder wie man das auch immer ausspricht. Das ist ein Twitter-App. Und zwar natürlich für Android, ne? Und zwar sieht das so aus. Hier ist die Timeline. Ah, meine ist schon etwas veraltet. War wohl schon lange nicht mehr drin. Ja, da kann ich jetzt unendlich hochscrollen. Halt mal an, klick mal hier auf ISS Research, dann kann ich hier die Links gleich mir anschauen und so aktivieren und drauf gehen. Dann kann mir den als Favorit natürlich speichern, mehr ich kann den teilen und alles mögliche machen, gleich antworten, selber noch mal retweeten, also alles was man braucht, wenn man in Twitter viel unterwegs ist. Ich scheinbar nicht. Kann ich jetzt noch länger hochscrollen? Tja, dann können wir entweder so rumswitchen, wischen oder ich klicke da oben auf Start. Da haben wir dann alles nochmal in Übersicht. Trends, was ist denn das? Ja, da schlagt es uns wohl was vor, was wir abonnieren können. Listen ist noch nichts drin. Ach, Spalten, das sind die Timeline, Erwähnungen, Nachrichten, genau, das sind die da oben. Können wir noch mehr hinzufügen? Mal Erwähnungen, da werde ich überall erwähnt. Und nur hier. Nachrichten, wenn ich welche hätte, würde ich sie hier anzeigen. Ist auf jeden Fall alles wunderbar. Ich kann mal noch ein Widget davon auf den Bildschirm ziehen. Wo haben wir denn diese Blume-Widget? Wahrscheinlich unter P, da haben wir es ja schon. Oje, welches passt jetzt drauf? Ich glaube das hier. Ne, okay, muss ich kurz Platz schaffen. So. Jetzt passt dieses da drauf. So, so sieht das Widget aus. Widget. Und das haben wir jetzt ganz oben aktuell. Ja. So sieht das Plume Application for Android aus.